Dann hier lang. Und jetzt sind wir Licht voll. So haben wir es ja eben auch gemacht. Aber erst kamen wir damit auch in die Sackgasse, soweit ich weiß. Nee. Ah ja, doch, hier war genau die Sackgasse. Wenn wir aber hier lang gehen, ist dann richtig. Aber das könnte funktionieren. Ich müsste jetzt schon wieder umgedreht werden. Gut. Verschwindet, ihr Monster! Woodwalk macht den Weg frei. Boah, jetzt wird er ja richtig beleidigen, die Arme. Er ist schon fett, ne? Und dann auch so, nanu? Aber Mistgeburten ist eigentlich, wenn man so will... Also deutsche Schimpfwörter sind halt einfach nichts gegen ausländische Schimpfwörter, ne? Warum denn? Na, die Deutschen sagen immer nur so einsilbige oder so Wörter, die nur halt ein Wort sind. Schimpfwörter. Mhm. Und Araber zum Beispiel, die beleidigen dann gleich dann eine komplette Familie. Du Sohn eines Schafs, das gebumst wurde von einer Ziege und... Das hast du jetzt eiskalt von Kaya Jana geklaut. Da muss ich jetzt hier direkt... Wollte ich auch gleich noch sagen, dass das von dem ist. Ja, jetzt haben wir es rausgekriegt. Leute, ich krieg alles raus. Ja, genau, das war jetzt richtig. Dann brennen die nämlich schön. Bis auf die Spinne, die brennt gerade nicht. Aber es gibt ja auch im Englischen, ja... Na gut, Bastard gibt's auch auf Deutsch. Aber sonst sind so deutsche Schimpfwörter eher... Du ungehobelter Flegel. Lass dir nur Zeit, während ich hier dauernd versuche auszuweichen. Geh halt einfach hier hinter die Säule. Ja. Das sag ich dazu. Wirft er hier seine ganzen Messer weg. Oh, da ist eine Spinne. Wo kommen die denn alle her? Als ob wir hier in der Spinnenhöhle wären. Moment. An denen komme ich nie vorbei. Ich auch nicht. Oder ich zeig mal den anderen Trick. Ja, dann auch. Nee, den nicht. Toller Trick. Super, du stirbst gleich. Ganz fantastisch, also wirklich wunderschön anzusehen, wie du verlierst. So? Ganz fantastisch, Leute. Noch bin ich nicht tot. Dafür gibt's auf jeden Fall erstmal einen Daumen nach unten. Wenn diese Folge Daumen nach unten wegen dir hat, wollen wir nicht hoch? Noch die Spinnenplatte machen? Und noch so eine tolle Idee. Noch einen Daumen nach unten, Leute. Man kann aber nur einen runtergeben. Ich spreche jetzt alle Leute an, bitte macht das. Das waren gar keine Spinnen, das waren nur so Orks. Hä? Wieso sind die jetzt wieder da? Tja. War nicht schlecht. Toller Zaubertrick. Ne? Jetzt gibt noch einen Daumen nach oben für mich. Man kann aber nur eins von beiden geben. Ja. Wir müssen jetzt noch drei Daumen nach oben kriegen, damit die anderen wieder ausgeglichen werden. Puhu. Bist du aufgestiegen? Wieso kriegst du den denn? Haha. Ich hab den doch gebraucht. Weil ich's nötig habe. Ich gerne Drogen. Was, weil du ein Mädchen bist? Hä? Mädchen bin. Warum bin ich jetzt schon wieder unsichtbar? Weil du als diesen Zauber auslöst. Tja, was ich nicht alles kann. Vielleicht bist du tot. Achtung. Jetzt hast du ihn bekommen. Wollte gerade sagen, wenn du mir nicht wieder den Trank klaust, dann nicht. Oh, jetzt klaue ich ihn die Tränke schon. So, ja, Leute, eben. Dafür gibt's 100 Daumen nach unten. Eben war das schon. 100 Daumen nach unten. Ein großer Klau.
Der bitte? Der große Trank. Bitte, glaub. Ja. Jetzt im ZDF. Nochmal, bitte. Zurück. Gut, dann gehen wir halt wieder zurück. Oh, helf mir halt nicht. Achso, ich bin... Ja. Ich dachte die ganze Zeit, ich... ja, weil die so gleich aussehen, weißt du? Die sehen ziemlich gleich aus. Ja, ich finde schon. Der eine hat so ein Ding auf dem Rücken, der andere nicht. Ja, aber die sind gleich groß. Schnell, schnell. Und jetzt raus, raus. Und jetzt ausmachen. Welch genialer Einfall, einfach außen rum zu gehen. Ja. Haben wir noch nie versucht. Nee, den hättest du mit dem Feuer jetzt sehen können. Jetzt pariere ich mal hier eine Runde rum. Du eierst eine Runde rum. Ja, da. Oh. Sehr gut. Wie, hallo? Toller Zaubertrick. Wo? Oh. Hier, nimm ihn dir. Sehr gut. Oh, der hat aber mehr bewirkt als nur Rot. Und ab die Wurst. Ab die Wurst. Ich wollte gerade nachfragen. Ab die Wurst kenne ich jetzt auch noch nicht. Das ist so ein arabischer YouTube-Typ. Mohammed ab die Wurst. Ernsthaft? Nein. Aber jetzt muss ich schon wieder die Scheiße anstecken hier. Also. Kacke. Das ist hier echt ekelhaft gemacht. Komm, 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 durch. Durch, durch, durch. Sag nicht, ich habe ihn dir schon wieder geklaut. Ich hatte das auch nötig. Aber hier springt leider nichts bei rausgesprungen. Jawohl, jetzt Safe Game. Also hier hat er jetzt gespeichert. Normalerweise speichert er da im Singleplayer. Ui. Ui, Folge. Naja. Das bringt auch nichts, wir müssen die verprügeln. Ja. Was ist das? Wie heißt die nochmal? Kankra. Nicht Aragog. Ist das woanders da gewesen? Ich glaube bei Harry Aragog Potter. Aragog ist Harry Potter. Du bist tot. Boah, ist die schnell. Was soll man denn da machen, ey? Was macht die denn? Guck mal, du hast gar keine Chance, ey. Guck mal, wie schnell die ist. Ich versuche jetzt mal ein bisschen rumzuparieren. Guck mal, wie schnell die ist. Keine Chance. Hat er da nicht so ein komisches Trankzeug? Du musst auch parieren. Ne, wir müssen die erst runter auf ein bestimmtes Ding runterbringen. Ah, von hinten kannst du sie. Aber dazu muss halt einer vorne stehen. Ja, ich bleib vorne, pariere die ganze Zeit und du musst von hinten angreifen. Wenn sie dich angreift, gehe ich nach hinten. Das hat sie mich im Visier. Du Spinne. Jetzt komm von hinten. Boah. Ja gut, hat er im Film auch gemacht, deswegen musste das hier jetzt vorkommen. So, Achtung, jetzt kommen haufenweise kleine. Und irgendwann musst du darauf achten, sie setzt dann irgendwann zum Sprung an. Also da ein bisschen Vorsicht. So, Achtung. Achte mal auf sie, damit du siehst, welche Bewegung sie vorher macht. Achtung! Sehr gut. Und jetzt... pariere wieder. Ah, die hat mich geblockt. Was macht die denn? Ach, die geht jetzt schon direkt wieder weg. Ich hab deine Brut erledigt. Bist du dran? Oh oh. Wollen wir hier schon wieder wegen Michael das nochmal neu machen? Ich hab Perfektmodus. Ich auch. Ah ne, du hast den. Wer hatte den? Wir haben beide den. Oh, ich hab dir leider jetzt den Trank weggerippt. Achtung, weg! Ich hab's gerade. Ich tu wieder parieren. Oder willst du parieren? Parier du die ganze Zeit nur. Nee, ich weiß nicht, wo bei mir parieren ist gerade. Achtung, parier. Michael. Nee, ich lockse zu dir. Auf.
nach müssen. Du musst dann parieren können. Och, Mann. Ja, wir haben denn noch? Ja, dann überleg dir mal, wo du parierst. Was ist denn hier? Kann ich gerade nicht ausprobieren. Weil ohne das, glaube ich, ist das hier sehr, sehr schwer, weil man muss dann direkt umschalten, dass der eine dann den Gegner übernimmt. Ah, da ist parieren. Okay. So. Okay, parieren gefunden. So, greif an. Und weil wenn sie dich zu dir dreht, kann ich dann sie angreifen. Ach, guck, wir haben sie schon rot gemacht. Jetzt noch was. Oh. Achtung, bleib, bleib. Parieren. Nee, nicht reinlaufen, meine ich. Also. Die ist gerade voll aggro. Oh, au. Jetzt läuft es auf einmal quer. Damit konnte ich ja jetzt nicht rechnen. Und noch mehr Spinnen. Im Film sieht man das aber nicht. Solltest nicht nach hinten springen, solltest du nicht platt. Immerhin ausgezeichnet rausgeholt. Achtung, sie jumpt. Sehr gut. Ich pariere wieder und entweder jetzt musst du parieren und dann gehe ich dran, wenn sie. Na, Mist, falsch umgedreht. Guck, siehst du, das klappt perfekt. Na, komm. Also, jetzt hat sie mich trotzdem umgenockt. Jetzt geht sie dann nochmal hoch. Wir hätten sie eventuell kriegen können, aber naja. Nochmal eine Runde spinnen. Mit extra Knampf. Achtung! Es sind ein paar viele bei dir. Ja, das geht noch. Und wieder perfekt Modus, ich hab's drauf. Ja, hier hast du jetzt echt dermaßen viel perfekt aufgemacht. Ich bin mal gespannt nachher, was rauskommt. Achtung, gleich setzt sie zum Jump an. Komm hier, links. Achtung jetzt. Komm und bring es zu Ende. Ja, komm, komm links. Au. Du und ich. Ein letztes Mal. Jawohl. Komm zurück. Puh. Ich bin noch nicht fertig. Herr Frodo, ich bin's. Sam, wach auf. Er schläft nicht. Er ist tot. Du stehst da hinten rum. Hätten die sehen dich jetzt? Anscheinend hatte die alte Kankra ein bisschen Spaß. Nein, tun sie natürlich nicht. Ich wünsche mir, er wäre nie geboren worden. Bringt ihn zur Festung zurück. Jetzt kommt mein Lieblingslevel. Leicht oder schwer oder was? Warum Liebling? Weil ich es liebe, da drin rumzukloppen. Also, bin ich mal gespannt. Das Ende ist ein bisschen tricky, aber sonst ist das ganz lustig, finde ich. 4 perfekt hier. Das ist wahrscheinlich so 16 perfekt oder so. Ja, ah, fast. Nicht ganz 13. Mehr als gut hier. Mach mal, okay. Stopp, jetzt will ich mal sehen, ob du da jetzt auch mehr Erfahrung gesammelt hast. Ja. Ja, mehr Erfahrung. Aber weniger Gegner. Egal. Stufe 3. Giftling, juhu. Wird natürlich gekauft. Und damit kann ich mich länger tarnen. Das brauche ich aber nicht. Kannst du dir ja noch ein paar Giftklingen kaufen. Ui. Das wollte ich schon immer mal haben. Jawohl, das auch geschafft. Und dann sind ja jetzt nicht mehr viele. 2 noch.